Herzlich willkommen, liebe Zuseherin, lieber Zuseher. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute ist wieder Thomas Ritter mein Gast. Und unser heutiges Thema ist Innererde, ein Thema, das man von ganz verschiedenen Seiten aus beleuchten kann. Und Thomas Ritter sieht es eher aus der historischen Richtung. Lieber Thomas, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo an alle, die uns hier zuschauen. Liebe Grüße aus Dresden und ganz, ganz herzlichen Dank natürlich an dich, Michael, für die Einladung und für die Möglichkeit, dieses Gespräch hier zu führen. Ja, du hast recht. Also ich habe mich mit diesem Thema beschäftigt, aber jetzt weniger von der spirituellen Seite her, also weniger von der intuitiven, sondern eher von dem, was die Menschen in verschiedenen Kulturen und auch zu verschiedenen Zeiten erzählt haben, eben über Reiche, über Welten, die so gar nicht zu dem passen, was wir halt in der Schulwissenschaft als Geografie oder eben als bekannt voraussetzen, sondern dass es da eben wohl auch noch Welten gibt, möglicherweise unter unseren Füßen, ja, oder vielleicht auch vor unserer Haustür, die seit Jahrtausenden, Jahrzehntausenden vielleicht auch bewohnt sind von ganz anderen Völkerschaften. Und diese Geschichten, die findet man eben tatsächlich weltweit, egal ob es jetzt in Irland der Fall ist, wenn man sich mit etwas mit den irischen Geschichten beschäftigt. Da geht es ja um die Tuatha Dé Nann, diese ersten Siedler, die in Irland angekommen sind. Interessant aus dem Westen und auf fliegenden Schiffen die dunklen Rauch ausgestoßen haben sollen. In späteren Übersetzungen wurden dann Segelschiffe draus, aber die ursprüngliche Variante spricht eben von fliegenden Schiffen und eben auch von diesem Rauch, die dann Irland kolonisiert und dort auch für eine Zeit von so rund 200, 250 Jahren geherrscht haben sollen, bis sie dann eben von Neuankömmlingen, die aus dem mediterranen Raum gekommen sein sollen, verdrängt wurden. Und das Interessante ist, also die Tuatha Dé Nann sind nicht irgendwo von der Insel verjagt worden, sondern sie haben sich mit den Neuankömmlingen geeinigt und haben gesagt, okay, die Neuen, die sollen halt den oberirdischen Teil von Irland haben und die Tuatha Dé Nann, die nehmen den unterirdischen Teil. Und so wurden sie dann zum Volk der Shi, also das Volk unter den Hügeln. Und da sind wir schon wieder bei dem Thema, etwas ist unter uns. Und in Irland sind es eben die Shi oder eben letztlich die Tuatha Dé Nann. Interessanterweise werden die in den Geschichten immer als sehr hoch entwickelt, sehr hoch kultiviert, mit überragender Technik ausgerüstet dargestellt. Also das klingt schon nach den sag mal, Vertretern einer frühzeitlichen Hochkultur. Also man könnte in Richtung Atlantis dort Parallelen ziehen und dass man sagt, ja, da sind Atlanter halt nach Irland gekommen, haben eben das Land in Besitz genommen oder Nachfahren von Atlantis und sind dann halt in unbekannte Tiefen entschwunden. Da könnte man natürlich sagen, es ist vielleicht eine parallele Welt, aber wenn wir mal auf dieser Erde bleiben wollen, dann wäre es eben ein Eingang nach Innererde gewesen. Ja? Und wir finden solche Nachrichten zum Beispiel auch in Südfrankreich, wo eben in der Nähe des an sich schon legendenumwobenen René-le-Château es in den Bergen in der Nähe von Pic de Bouguerache tatsächlich eine unterirdische Stadt gibt, die wohl aus der atlantischen Zeit stammt. Ich sage bewusst nicht geben soll, sondern der Existenz dieser unterirdischen Anlage ist nachgewiesen. Die hat eine bedeutende Größe. Dort sind auch verschiedene Leute zu verschiedenen Zeiten in dieser Anlage gewesen. Unter anderem, das ist mein Gewährsmann, der Jean de Rignier, der dort über 30 Jahre seines Lebens verbracht hat und geforscht hat, der das nie an die große Glocke gehängt hat, aber aus dessen Unterlagen, aus dessen Aufzeichnung wissen wir halt zweifelsfrei, dass diese unterirdische Anlage, die er Otanica nennt, tatsächlich existiert. Er datiert sie auf diese atlantische Epoche. Das ist absolut faszinierend. Wir haben mit Geophysikern der Universität von Göttingen in den Jahren 2009 bis 2012 einige Untersuchungen vor Ort angestellt mit recht modernen Methoden, Bodenradar und ähnliche Vermessungsmethoden, die tatsächlich auch die Aussagen von Jean de Reniers Unterlagen bestätigt haben. Ich habe ihn leider selber nicht mehr kennengelernt, er ist Anfang der 2000er verstorben. Aber wie gesagt, diese Unterlagen sind uns zugänglich durch einen guten Freund und Bekannten, den Udo Fitz, der da vor Ort lebt und auch da im Internet ja in der Hinsicht einigermaßen aktiv ist. Und der hatte uns diese Unterlagen freundlicherweise auch zur Einsicht zur Verfügung gestellt. Und die Wissenschaftler konnten eben dann mit ihren Methoden diese Dinge bestätigen. Heißt natürlich nicht, dass wir jetzt den Zugang zur Stadt gefunden haben, sondern wir haben es einfach nur ermessen können, das zu finden.
Patienten oder Therapiezugänge liegen auf Gebiet, das staatlich verwaltet wird. Da ist es eh schon sehr schwierig, etwas dort zu machen. Und ich glaube, wenn man der französischen Forsttreuhand mit dem Argument kommt, wir wollen hier mal eine Stadt aus atlantischer Zeit ausgraben, da ist irgendwas von ihrer Erde übrig. Ich glaube nicht, dass man dort willkommen wäre auf der Präfektur. Ja? Das zu dem Thema. Dann hat der Professor Kusch, der ja auch schon seit Jahrzehnten dort nicht nur in Österreich, sondern auch in ganz Europa da tätig ist, hat er ja festgestellt, dass sich unterirdisch in Europa, so vom Polarkreis angefangen bis in den mediterranen Raum, so circa 10.000 bis 12.000 Kilometer mehr oder weniger künstlich geschaffene Tunnel ausstrecken. Und er hat auch nachweisen können, dass die Großteil dieser Tunnel eben künstlich geschaffen worden sind und auf jeden Fall nicht von Hand, sondern mit Maschinenkraft. Und das vor mehreren 10.000 Jahren. Also da sehen wir eben diesen Ansatz eben von der historischen Seite her. Da gibt es offensichtlich Wesenheiten oder Zivilisationen, die aus welchen Gründen auch immer sich in den Untergrund zurückgezogen haben. In Bezug auf Atlantis wäre es relativ einfach zu erklären, wenn wir von der Katastrophe ausgehen, die Atlantis ausgelöscht hat, dieser Meteoriteneinschlag oder Planetoideneinschlag, könnte man sogar sagen, dann war es vielleicht ganz vernünftig, sich in unterirdische Schutzräume zurückzuziehen, bis eben die Naturgewalten abgeklungen waren und dann eben einen Neuanfang zu versuchen. Also das würde ich halt auch so sehen. Desgleichen, weil wir vom mediterranen Raum sprechen, die Insel Malta, ja eigentlich so als recht bekannte Touristendestination fungiert. Und ja, wer sich historisch interessiert, dem sagen natürlich die sogenannten Tempel von Malta etwas. Das waren alles andere, aber wohl keine Tempel, aber diese megalithischen Anlagen, ja, die sind ja sehr beeindruckend. Was weniger Leute wissen, ist, dass es im Untergrund von Malta ausgedehnte unterirdische Anlagen gibt, die teilweise vom englischen Militär zur Besatzungszeit genutzt worden sind, teilweise von der maltesischen Armee bis heute genutzt werden. Es gibt aber auch weitere Gänge, die viel tiefer noch unter die Insel führen und dass es eben nicht ganz ungefährlich ist, sich dort in solche unbekannten Tiefen vorzuwagen. Das wissen wir nicht nur aus dem Roman von Jules Verne hier, Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Das ist ja sozusagen die Mutter aller Literatur über Innererde. Sondern auch aus Zeitungsberichten in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts ist dort eine große Schulklasse verschwunden. Über 40 Kinder mit den Betreuern, die wollten sich diese unterirdischen Anlagen anschauen und haben sich dort schlicht und ergreifend verlaufen. Also man hat mehrere Tage noch die Rufe gehört, die natürlich immer schwächer wurden. Die haben also wirklich versucht, Hilfe zu bekommen. Und es gab auch eine große Suchaktion, da war auch die Armee teilweise involviert. Die allerdings eben erfolglos ausgegangen ist. Also man hat die Kinder und man hat die Betreuer nicht wiedergefunden, sondern die sind dann im Untergrund verschollen. Das zeigt also auch diese unterirdischen ja, Anlagen und Städte, auch Etanica, da gibt es auch einige Berichte darüber, dass es nicht ungefährlich ist, dorthin zu gehen. Man sollte also, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt und der Meinung ist, man müsste halt nach innerer Erde nicht nur spirituell, sondern eben auch physisch reisen, sollte man entsprechend vorbereitet sein. Also das ist nichts mehr für einen Wochenendausflug. Ja, apropos Wochenendausflug. Wir haben ja vor unserer, also von meiner Sicht aus gesehen, auf Dresden aus, haben wir ja vor der Haustür auch noch so einen ganz speziellen Eingang in die innere Erde. Da sagt man sogar, es wäre das Tor zur Hölle. Und zwar befindet sich das in Böhmen, im Gebiet des böhmischen Paradieses, Český kraj, wie es immer auf Tschechisch genannt wird. Und dort gibt es eine Burg, die Burg Hauská oder im Tschechischen Hrad Huska genannt. Und auf Hauská soll es einen Eingang geben, den also die Burg sozusagen bedeckt. Und dieser führt in unergründliche Tiefen. Also es gibt Berichte schon aus dem 10. Jahrhundert über die Existenz eines Kastells. Und dort neben diesem Kastell soll sich halt der Boden geöffnet haben. Und aus diesem Spalt kamen dann nachts irgendwelche Kreaturen, halb Mensch, halb Tier, und haben dort die Umgebung terrorisiert. Also haben Nutztiere gerissen, haben Menschen angegriffen. Und das wurde natürlich den Bewohnern irgendwann unheimlich und die Kirche wusste keine Antwort darauf, als zu sagen, das muss der Eingang zur Hölle sein bei diesen furchtbaren Kreaturen, die da Nacht für Nacht kommen. Und ja, du
hat dann sich natürlich nicht anders zu helfen gewusst, nachdem es nicht möglich war, diesen Höllenschlund zuzuschütten. Ja, da blieb also offen, egal was man da reingeworfen hat. Es gibt sogar Berichte, dass man Gefangene und Verurteilte dort hinuntergelassen hat und mit ihnen das Versprechen gegeben hat, sie freizulassen, wenn sie denn erforschen, was da unten ist. Und die sollen alle innerhalb kürzester Zeit den Verstand verloren haben. Und bei manchen sagt man sogar, sie wären mit weißen Haaren wieder zurückgekommen. Interessante Parallele zu Otanika, der Jean de Rignier hat nach dem Unfall, den sein Sohn mit Bekannten dort in Otanica hatte. Die beiden sind dort wohl einer, ich sage jetzt mal, unbekannten Kraft ausgesetzt worden, die sie innerhalb von wenigen Monaten auch dann getötet hat. Dort hat der Jean de Rignier die Anlage nochmal allein aufgesucht. Und das sagt man auch, nachdem er zurückkam. Also er war schon ein sehr stattlicher Mann, wenn man auch die Aufnahmen von ihm aus jungen Jahren sieht. Und hat auch so langes, dunkles, wallendes Haar. Und von diesem Ausflug kam er eben auch komplett ergraut zurück. Also hat er komplett rau Haar. Also an diesen Aussagen, da ist was dran. Das ist also nicht einfach, dass man sagt, das sind so Dinge, die man nutzt, um solche Sachen noch weiter auszuschmücken. Auch in Huskar gab es eben diese Bemühungen und letztlich hat man sich dann entschlossen, diesen Spalt zuzumauern. Man hat also direkt über dem Spalt eine Kapelle errichtet und um die Kapelle herum die Burg Huska gebaut. Die ist natürlich über die Jahrhunderte immer wieder umgebaut worden. Interessanterweise auch der jetzige Anblick, den diese Anlage bietet, der stammt aus dem 19. Jahrhundert, wo sie wieder rekonstruiert worden ist. Aber auch dort sieht es eben so aus, als ob die Anlage ursprünglich mal errichtet worden ist, um etwas im Innern zu halten. Also nicht sich nach außen zu verteidigen, sondern etwas im Innern festzuhalten. Und das wären natürlich dann diese Kreaturen, die da eben aus der Tiefe kommen können. Ein guter bekannter, guter Freund von mir, der Werner Betz, hat sich dort auch mit seinem Team mal zu schaffen gemacht, hat dort gemessen und hat also festgestellt, dass da also auch einige Abweichungen von der Norm feststellbar sind. Also unter der Burg Huska befindet sich tatsächlich ein Eingang in unergründliche Tiefen. Die Wesenheiten, die dort zutage kommen, könnte man entfernt vergleichen, also die war natürlich so eine aggressive Art, aber könnte man entfernt vergleichen mit dem, was man zum Beispiel auch aus den Raffnetunneln im Bosnien-Herzegowina berichtet, die Pyramiden von Visoko, die sind natürlich auch bekannt. Was aber eben zusammenhängt mit diesen Pyramidenbauten, ist halt auch ein unterirdisches Gangsystem, was aktuell Stück für Stück wieder ergraben wird, wo man eben auch festgestellt hat, dass diese Gänge vor circa 30.000 Jahren mal verfüllt worden sind. Offensichtlich aber auch mit mechanischer Unterstützung, also nicht von Hand. Und das versucht man jetzt wieder freizulegen. Und in diesen Gängen, da sollen auch Wesenheiten zu Hause sein, die man ja als ja, drachenartig oder reptiloid beschreibt, die wohl auch Gestaltwandler sein können. Ich selbst habe mit meiner Frau und auch mit einigen Reisegruppen schon diese unterirdischen Tunnel aufgesucht. War eine sehr spannende Erfahrung, auch abends sich da hineinzubegeben, zur Meditation hineinzubegeben, ohne Licht sich das Ganze dort mal anzutun. Also wirklich spannend. Und ja, also nicht nur wir beide, sondern auch Gäste sind überzeugt, dass wir dort nicht nur spirituellen, sondern auch physischen Besuch von diesen Wesenheiten hatten. Die waren aber eher neutral. Die haben sich also sozusagen uns angeschaut, geschaut, was die da machen. Diese Eindringlinge und nachdem wir also als harmlos befunden worden waren, haben sie sich halt wieder zurückgezogen. Aber sie haben eben keinen Kontakt gesucht, sondern eben uns nur beobachtet. Wie haben Das ist die übrigens, ausgeschaut? Wie haben die ausgesehen? wenn man so diese Beschreibung von der gefiederten Drachenschlange, diese Berichte sieht, so ähnlich könnte man sagen. Also, Quetzalcoatlia. ja, so ähnlich, ja, so würde man sagen. Sehr farbig, ja, teilweise in bläulich, ins Stahlblaue gehend, teilweise auch in rötlichen, grünlichen Tönen. Waren halt verschiedene Wesen. Die können offensichtlich auch die Farbe wechseln, bewegen sich sehr elegant, aber auch sehr, sehr unauffällig, sehr leise. Und man hat in dem Moment, wenn sie wirklich direkt vor einem sind, dann spürt man, dass es physisch ist. Hat man größeren Abstand, dann ist man sich nicht ganz sicher, ist das nur ein Phantom oder ist das tatsächlich eine reale, eine physische Gestalt. Also ganz, ganz interessant, ob das jetzt eben auch Dimensionswandler, Dimensionsweckler sind, die aus einer anderen parallelen Welt kommen. Darüber kann man spekulieren. Aber Fakt ist, dass sie in unserer Welt sich manifestieren können, dass also eben hier eben auch auftreten können und dass sie offensichtlich diese unterirdischen Tunnel dort bevorzugen. Da sind wir jetzt also schon mal in der Mitte und im Süden Europas angekommen, aber es geht ja auch noch weiter, wenn man so von
Themen, Eingänge in die innere Erde spricht. Da gibt's, das ist sicherlich weniger bekannt, im Ural, nördlichen Ural, gibt es die Legenden über das Volk der Tschuden. Die Tschuden sind auch historisch nachgewiesen, sind dort ein autochthones Volk gewesen, was dort gesiedelt hat. Interessant ist, dass sie einen ausgedehnten Fernhandel betrieben haben, der reichte bis nach China und Indien und auch in die mediterrane Welt. Sie haben in ihrem Gebiet relativ reiche Kupfer- und auch Zinnvorkommen gehabt und die haben sie halt offensichtlich in die Mittelmeerländer exportiert, weil wir wissen ja, in der Antike, wir hatten ja die Kupferzeit, wir hatten die Bronzezeit. Aber diese Rohstoffe waren in der Welt des Mittelmeeres relativ begrenzt. Man brauchte also irgendwo Zustrom von außen. Und da gibt es diese großen Handelsrouten, die zum Teil auch noch heute so genannt werden. Da gibt es zum einen die Straße der Varäger zu den Griechen. Das ist also eine antike Handelsroute aus dem skandinavischen Raum. Die Varäger, die Ruter, also die Wikinger. Zu den Griechen, also in die mediterrane Welt. Und dann gibt es auch diese Route aus Jukra. Und Jukra meint dieses alte Reich der Juden zu den Griechen. Und über diese Handelsrouten, die teilweise über Flüsse geführt worden sind, um eben größere Warenmenge zu transportieren, hat man eben diesen Austausch gepflegt. Interessanterweise ist es so, dass die Juden ihre Waren immer nur gegen Gold eingetauscht haben. Und aus diesem Gold ist wohl auch ein Idol, würde ich sagen, gefertigt worden. Das nennt man die goldene Baba, also die goldene Mutter. Und das soll sozusagen das Zentralheiligtum der Juden gewesen sein. Man hat dieses goldene Symbol auch immer mal wieder gesucht, also schon zu Zarenzeiten, aber auch in späteren Jahren. Die letzte große Expedition war Mitte der 60er Jahre in dem Gebiet des ehemaligen Judischen Reiches. Und der Leiter dieser Expedition ist persönlich nach dem Unfall, den er gehabt hat, von den Juden gerettet und gesund gepflegt worden. Also der hat tatsächlich in dieser unterirdischen Welt gelebt, hat das auch dokumentiert, hat entsprechend Tagebuchaufzeichnungen hinterlassen und hat sich mit denen angefreundet. Allerdings ist es so gewesen, dass die sich sehr fürchteten vor dem Kontakt mit unserer Zivilisation. Also die wollten mit uns eigentlich nichts zu tun haben, weil es, das kann man aus den alten Chroniken, also speziell der Twinsker Chronik, kann man das auch nachlesen. Es hat in vorangegangenen Jahrhunderten Bestrebungen gegeben, die Juden zu unterwerfen, natürlich auch gewaltsam zu unterwerfen. Man könnte sagen, das, was Cortés und Pizarro in Mesoamerika angerichtet haben, das haben Leute wie Yamak und seine Nachfolger in Sibirien angerichtet. Also diese Conquista, die hat es also nicht nur in Mittel- und Südamerika gegeben oder auch die Eroberung in Afrika und Indien, sondern das war im sibirischen Raum genauso. Ne? Also die Reiche der Kiewrus und später dann des entstehenden Russlands und der benachbarten Staaten, die haben halt auch immer wieder nicht nur Kaufleute, sondern eben Soldaten geschickt, um diese Reichtümer Sibiriens an sich zu reißen. Und das erklärt natürlich den Abstand der Juden zu unserer Welt. Der Geologe ist dann für eine Zeit lang zu seiner Gruppe da zu seiner Expedition zurückgekehrt und dann aber unter relativ rätselhaften Umständen wieder verschwunden. Er hat also einen Brief hinterlassen, wie das so üblich war, dass also niemand wegen ihm beschuldigt werden könnte. Er hat sich also abgesichert gegenüber staatlichen Stellen. Er hat gesagt, dass er aus freiem Willen geht. Er hat gesagt, er würde zurückkehren in diese Welt der Juden. Ja? Und man hat ihn gesucht. Dass diese Suchaktionen waren ergebnislos, wurden auch durch Unwetter und Waldbrände teilweise beeinträchtigt. Und man hat aber die Hubschrauber, die man eingesetzt hat, die sind mit Pfeilen beschossen worden. Und diese Pfeilen hatten eine goldene Spitze. Ja, einige von denen kann man noch in den Regionalmuseum dort sehen. Die hat man dann später ausgestellt. Ich weiß nicht, ob den Zerfall der Sowjetunion erlebt haben. Ich habe es also in den 80er Jahren mal sehen können. Also die existierten wirklich. Also da muss es eine Zivilisation gegeben haben oder immer noch geben, vergleichbar mit dieser, sagen wir mal, isoliert lebenden kleinen Zivilisation auf den Nikobaren und Andamaneninseln, wo wir auch wissen, das ist nicht zugänglich. Da war ja der Letzte, der es versucht hat, war irgendein sehr von sich eingenommener und auch von seinem Glauben überzeugter, ich glaube, amerikanischer Missionar, ein junger Mann, der unbedingt die Einheimischen bekehren wollte. Ja,
Die hatten was dagegen und der Missionar hat es nicht überlebt. Na, also dort hatten wir auch so eine ähnliche Situation, wie wir das eben auch bei den Juden erlebt haben. Auch dort beschreibt der Geologe gewaltige unterirdische Räumlichkeiten, die also zum Teil natürlich sind, zum großen Teil künstlich geschaffen sind. Er gibt auch selber in seinen Tagebuchaufzeichnungen an, dass er nur einen Teil, einen ganz bescheidenen Bruchteil dieser ausstehenden unterirdischen Tunnel gesehen hat, von denen ihm erzählt worden ist, also dass die weit durchs Land reichen. Manche sollten sich sogar über hunderte, über tausende Kilometer erstrecken. Dass sowas nicht ganz abwegig ist, das habe ich selber in Indien erfahren. Und zwar gibt es da unterirdische Tunnel zwischen dem Küstenort Mahabalipuram und der Tempelstadt Kanchipuram. Die liegt 60 Kilometer im Landesinneren. Die Tunnel sind teilweise noch begehbar. Die sind definitiv nicht von Hand geschaffen, sondern wirken wie ausgefräst. Man hat sich dort durch den das Gestein dieser Gegend durchgearbeitet, das ist Gneis. Also das ist eines der härtesten Gesteine, was es gibt. Und das hat man entsprechend bearbeitet. Wofür die Tunnel mal gebaut waren und wo die hinführen, ist bis heute nicht bekannt. Eine Legende sagt, die Könige von Kanchipuram, die Pallava, hätten das gebaut, um sozusagen unerkannt von ihren Untertanen Truppen verlegen zu können oder reisen zu können. Das ist ein Also man hat sich ein bisschen weit hergeholt, ja, wozu sollten sie diese Untergrundsachen bauen? Zumal diese Tunnel mit, sagen wir mal, klassischen Methoden nicht zu beleuchten sind. Also da gibt es keine Halterungen für irgendwelche Fackeln oder irgendwelche Lampen oder sonstige Beleuchtung, sondern die sind einfach aus dem Felsen geschnitten, wie so Servicetunnel meinetwegen für einen Eisenbahntunnel oder sowas in der Richtung. Und das ist natürlich auch bemerkenswert, dass in diesen alten Überlieferungen immer wieder gesagt wird, ja, da gibt es ein seltsames grünes Licht, was diese Tunnel, diese unterirdischen Räumlichkeiten erhellt. Manche sagen, wenn man dieses Licht sieht, sollte man sich zurückziehen, das wäre also gefährlich. Wann haben diese Berichte aus der Levante, also Gebiet von Baalbek im heutigen Libanon, da gibt es ja unter den Terrassen von Baalbek auch Tunnel. Die sind zum Teil zugänglich, zum Teil sind sie so als Museum umgebaut, aber es gibt auch welche, die führen weiter hinein. Die sind natürlich gesperrt. Und auch da geht es in eine unbekannte Unterwelt. In Bezug auf die Sphinx vor Gizeh sagt man ja auch, dass es da unterirdische Gegend gibt. Unter der Cheops-Pyramide gibt es ja auch diese unterirdische Kammer. Also auch das sieht man ja, dass sich auch in diesen Ländern dort solche unterirdischen Anlagen befinden. Denk mal an die Türkei, an Kappadokien, die unterirdischen Städte, die ja mehrere Geschosse in die Tiefe reichen, die auch so einen Schutzeindruck machen, als ob man sich da vor etwas hätte in Sicherheit bringen wollen, eine Bedrohung entweder aus der Luft oder eine Bedrohung an der Erdoberfläche, also wirklich Schutzbauten, die dort errichtet worden sind. Da kann man den Zweck erahnen. Aber es gibt natürlich auch die Überlieferungen, nicht nur von diesem Reich der Juden, die also jetzt sich in das Erdinnere oder in Refugien unter der Erde zurückgezogen haben, sondern die bekanntesten Beispiele sind sicherlich Shambhala und Agartha im asiatischen Bereich. Interessanterweise findet man diese Berichte an allen angrenzenden Ländern. Also in Indien spricht man von Kalapa, also das Reich der Unsterblichen, nördlich von Indien, also im Himalaya, im Tianshan. In China spricht man vom Tal der Unsterblichen, das sich westlich des Jadepasses befinden soll. Der Jadepass ist die westlichste Ausdehnung des heutigen China und auch da kommt man in diese Richtung, also Leh, Ladakh, ne, das Gebiet, was eben auch von Indien angesprochen wird. In Russland selbst, in Sibirien, sind diese Zufluchten auch bekannt. Dort nennt man das Belowodje, das Land der weißen Wasser. Und tatsächlich ist es so, wir sind mal mit einer Gruppe im Himalaya unterwegs gewesen, waren auch auf dem Indus-Räften. Und die Flüsse da oben bringen sehr viel Sedimente mit sich, ja, die also sind sehr, sehr strömungsstark, sind teilweise reißend und reißen natürlich auch sehr viel vom Untergrund mit sich. Und der Fluss sieht wirklich aus wie Milch. Also das weiße Wasser, das ist auch eine Realität. Und in Ladakh hat man uns erzählt, dass die Klöster, die sich dort befinden, wenn man also die tibetische Kultur, also diese alte tibetische Spiritualität wirklich erleben will, sollte man eben nicht nach Tibet gehen, sondern nach Ladakh, weil dort gab es halt keine Kulturrevolution. Da gab es also nicht diese Zerstörung, sondern da hat sich diese Kultur bis heute erhalten. Und auch, sagen wir mal, vom Klima her und von der natürlichen Umgebung her kann man sagen, es ist eine kleine Ausgabe von Tibet, weil Ladakh gehört schon zum tibetischen Hochplateau. Und dort hat man so erzählt, die Klöster
Die sind sozusagen errichtet worden an Stellen, wo es Eingänge in diese unterirdischen Welten, also speziell nach Agartha gibt. Na, wenn sich also mit Agartha ein bisschen beschäftigen will, der sollte auch Ferdinand Ossendowski gelesen haben, Menschen, Tiere und Götter, ganz interessantes Buch. Jetzt wird mancher einwenden, ja, Moment mal, aber der Ossendowski, der ist doch so umstritten und Sven Hedin hat ihm doch nachgewiesen, dass da verschiedene Ortsbestimmungen nicht zutreffen. Ja, man muss die Geschichte um Ossendowski auch mal ein bisschen beleuchten aus seiner Zeit. Er war Angehöriger der zaristischen Geheimpolizei. Und als er das Buch geschrieben hat über die unterirdischen Welten, da war er auf der Flucht. Na, da hat er sich abgesetzt vor den Bolschewiki. Und das beschreibt er teilweise auch recht drastisch in seinem Buch, was er dafür Tricks anwenden musste, um sich abzusetzen. Und hat sich dann nach Amerika sozusagen retten können. Und dort ist das Buch dann auch als erstes erschienen. Deswegen gibt es es meist auch in englischer Ausgabe. Und da er natürlich seine Spuren verwischen wollte und eventuellen Verfolgern auch nicht die Situation dort vor Ort verraten wollte, gibt es natürlich Abweichungen in geografischen Bestimmungen. Aber das, was er beschrieben hat, trifft zu, weil auch die Begegnungen, die er mit Persönlichkeiten da der Zeitgeschichte gehabt hat, ob es jetzt dieser Chang Lama, dieser rächende Lama gewesen ist oder Ungern Sternberg, dieser Kriegsherr, der sich das als sein eigenes Königreich da schaffen wollte in Sibirien und Teilen von der Mongolei. Also das sind ja alles Leute, die es gegeben hat. Und mit denen hat er ja Kontakt gehabt, das ist auch anderweitig bestätigt. Also warum sollte er sich dann ausgerechnet bei Agartha was aus den Fingern saugen? Ja, also das passt nicht. Nur, dass er eben die Eingänge halt nicht preisgeben wollte, sondern eben Verfolger in die Irre geführt hat. Und das erscheint aus meiner Sicht ziemlich logisch. Und wenn man von Agartha spricht, dann ist natürlich auch Shambhala nicht weit. Viele meinen, Shambhala sei die Hauptstadt von Agartha. Manchmal wird das so dargestellt. Es trifft aber nicht zu. Also Agartha ist ein Reich tatsächlich unter der Erde. Da könnte man schon sagen, das kann man mit innerer Erde gleichsetzen. Agartha ist eine eigenständige Zivilisation. Man spricht von den Chud von Agartha. Dieses Volk soll sehr friedfertig gewesen sein und hat sich dann vor Angriffen von Eroberern in diese Unterwelt zurückgezogen. Bei Ossendowski, aber auch bei einigen anderen Autoren, wird angedeutet, dass dort auch die sogenannten Nagas, also diese reptiloiden Gestaltwandler, zu Hause sind in Agartha. Die werden in Asien verehrt. Es gibt auch einen anderen Teil noch, wo man direkt auf sie Bezug nimmt. In Indien gibt es ja diesen Bundesstaat Nagaland, ne, das bezieht sich auf diese Wesen. In Nordthailand, in der Nähe von Nong Khai, da gibt es auch eine regelrechte Provinz, die man bis heute den Nagas zuspricht, ne, wo die auch sehr verehrt werden. Und in Thailand und Vietnam ist man auch der Meinung, die großen Flüsse Asiens, also der Mekong zum Beispiel, der auch bei Nong Khai vorbeifließt, diese Flüsse sollen von den Nagas geschaffen worden sein. Ja, die hätten also die sozusagen ausgeschabt da und das Wasser dann in die richtigen Bahnen gebracht. Nong Khai, das hat jetzt vielleicht mit innerer Erde nichts zu tun, aber wenn wir bei so einem Phänomen sind, ist es erwähnenswert. Gibt es auch jedes Jahr einmal so im Ende Oktober, Anfang November, ist der erste Vollmond nach der Regenzeit. Und da feiert man ein Fest, das ist im buddhistischen Glauben begründet, und zwar wird da die Rückkehr von Buddha aus den Himmeln begrüßt. Und dort gibt es ein Phänomen, anlässlich dieses Festes steigen dann aus dem Mekong leuchtende Kugeln auf. Wer mal ein richtiges UFO-Phänomen richtig erleben will, schaut sich es entweder auf YouTube an, einfach nur Nong Khai und Feuerball eingeben, kommt man schon hin. Oder man ist mal selber dort zu Gast und schaut sich das selbst an, zu dieser Festlichkeit. Ist es tatsächlich so, dass dieses Phänomen auch bekannt ist? Es ist allerdings noch nicht untersucht. Die Wissenschaft geht davon aus, es sei Methan, was dort von dem sehr sedimentreichen Boden des Mekong aufsteigen würde und würde sich dann entzünden. Allerdings erklärt es nicht, dass eben diese Kugeln nur einmal im Jahr, nämlich zu diesem Festival, zu diesem besonderen Anlass da aus dem Mekong steigen. Man hat das also zu anderen Zeiten beobachtet und hat eben da nichts feststellen können. Das kann also auch nie im Vollmond liegen, sonst würde das ja bei jedem Vollmond passieren. Da gibt es auch eine Erklärung von den Einheimischen, die sagen, ja, die Nagas freuen sich auch so, dass der Buddha halt aus den Himmeln zurückgekehrt ist. Die schießen ihm zu Ehren, schießen sie Salut. Das ist also die gängige Erklärung dort. Aber interessantes Phänomen, passt ja auch wieder zu diesen Wesenheiten, die dort entweder auch im Inneren der Erde oder in einer parallelen Dimension mit der Möglichkeit, in unsere Welt hineinzuwirken, dort agieren. Und
Shambhala, im Gegensatz jetzt zu diesem unterirdischen Reich wie Agartha, Shambhala wird als ein sehr tiefes Tal im Himalaya, im Hochland von Tibet beschrieben. Und nach Berichten von Leuten, die dort gewesen sind, unter anderem der deutsche Forscher Professor Dr. Ernst Schäfer, der die deutsche Tibet-Expedition in den 30er Jahren geführt hat. Der hat sogar Foto- und Filmaufnahmen von dieser Gegend machen können. Die befinden sich aktuell noch unveröffentlicht in seinem Nachlass. Und ich hoffe, dass irgendwann mal sich jemand findet, der das Ganze so publiziert im Sinne des Nachlassverwalters und dass auch diese Aufnahmen der Öffentlichkeit zugänglich wären. Ich habe einen Teil davon sehen können und es ist tatsächlich so, dass wir typische tibetische Klöster in einer, man könnte sagen, subtropischen Umgebung vorfinden. Und das passt natürlich überhaupt nicht zum Hochland von Tibet. Aber der Kameramann fängt dann auch mal die Berge ein, die das Ganze umgeben dort. Und das sind wirklich hohe Berge. Also so hohe Berge habe ich noch nie gesehen. Wird er aber erklären, wenn man davon ausgeht, es ist ein sehr tiefes Tal. Man befindet sich dort, wenn man in Shambhala ist, möglicherweise knapp über dem Meeresspiegel. Das würde dieses Mikroklima erklären, dass wir dort also subtropisches Klima haben. Und die Berge, die sind ja um die 8000 Meter hoch im Himalaya. Wenn man aber auf dem Hochland von Tibet sich befindet, ist man ja im Schnitt schon so 3.500, 4.000 Meter hoch. So, das heißt, die 8000er sind eigentlich von dort aus gesehen nur 4.000 Meter hoch. Das ist schon gewaltig, aber nichts im Vergleich zu dem, wenn man es eben von der Höhe des Meeresspiegels aus betrachtet. Und so sehen die dann aus in diesen Filmaufnahmen, die Schäfer dort hat machen lassen können. Interessant ist, dass er dort in einem Gespräch ist mit einem, ich würde sagen, Abt dieses Klosters dort. Es ist allerdings nicht ganz klar, weil ein Teil des Filmmaterials auch in den Wirren des Zweiten Weltkrieges verloren gegangen ist. Es ist da nicht ganz klar, ob die Expedition von Schäfer jetzt an den Toren sozusagen von Shambhala steht und hinein will oder ob man schon in Shambhala ist und eben den Herrn von Shambhala, den Rik Dinyepo, ob man den kontaktieren will. Das geht nicht so eindeutig aus dem Gespräch hervor. Sicher ist aber, dass der Abt dem Schäfer klar macht, also bisher und nicht weiter. Ist schön, dass ihr hier seid. Ihr seid auch willkommen, aber weiter geht's hier nicht. Ja? Ihr müsst also wieder zurück. Und das akzeptiert er dann auch. Also die trennen sich da auch in aller Freundschaft. Interessant ist, dass die Umgebung sehr klar gefilmt ist. Also auch nicht schwarz-weiß, sondern diese Aufnahmen, die Schäfer hat machen lassen, sind alle in Aquacolor. Also das ist schon bemerkenswert. Und das Einzige, was unscharf ist auf dieser Filmrolle Nummer 11, das ist die Darstellung des Abtes. Also man sieht, dass da ein Mensch steht, aber wer das so aus diesen modernen Gerichtsshows kennt, ne, wenn man da etwas verpixelt, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Man hat in den 60er Jahren mal in Berlin bei der DEFA diese Filmrollen untersucht, weil es gab natürlich die Idee, dass da was verändert worden wäre. Hat sich aber herausgestellt, ist es nicht, sondern das ist original, der Film ist unbearbeitet. Und das heißt also, dieses Wesen konnte seine eigene Energie so erhöhen, dass die Kamera nicht mehr in der Lage war, ihn zu filmen. Mag mit dem Glauben in Zentralasien zu tun haben, dass wenn jemand ein Bild von einem hat, er auch die Herrschaft über die Seele erlangen kann. Na, dass er einmal also ein Leid zufügen kann. Und dass der Abt sich dann gesagt hat, okay, bei den Fremden bin ich mir nicht ganz sicher. Ich mache mich mal kurz unsichtbar, zumindest für dieses komische Teil da, was da auf mich hält. Also wahrscheinlich in der Hinsicht. Also zeugt auch von recht hochstehenden spirituellen Fähigkeiten. Interessant ist, dass eben in Indien zumindest Shambhala als der Rückzugsort der Rishis, also der Schöpfer dieser Palmblattbibliotheken, bezeichnet wird, wo sie also bis heute auf den heutigen Tag leben sollen, aber auch von dort aus die Möglichkeit haben, zumindest energetisch in unserer Welt präsent zu sein. Also dort haben wir wirklich aus verschiedensten Regionen, aus verschiedensten Kulturen. Wir nehmen mal die indische Kultur, wir nehmen die chinesische, wir haben die tibetische Kultur. Wir haben Einflüsse aus Sibirien, aus Russland. Dort hören wir immer wieder dieselben Überlieferungen, dass tatsächlich sich dort eine solche unterirdischen Anlagen befinden sollen. Wirklich unterirdische Städte, ein ganzes unterirdisches Reich oder eben Shambhala, dieses mythische Königreich in diesem abgelegenen Tal. Offensichtlich auch in der Lage, sich zu schützen, auch vor modernen Luftaufnahmen. Auch in der Lage, eben autark zu existieren. Natürlich gibt es jetzt auch diese Geschichten, weil manche wird ja sagen, ja, Moment mal, das ist alles nur die kleinen Sachen, das sind nur die kleinen Fische. Es gibt da den Flug von Admiral Byrd ins Innere der Erde und da gibt es ja die Löcher am Nordpol und die Löcher am Südpol. Da muss ich dann sagen, liebe Leute, also am Südpol, ich bin nicht Scott, ich bin auch nicht Amundsen, also da war ich noch nicht, aber am Nordpol bin ich gewesen.
Und zwar am magnetischen und am geografischen an Bord des russischen Atomeisbrechers Krasin. Ist für jeden zu empfehlen, der wirklich mal eine richtige abenteuerliche Polartour unternehmen will. Die Krasin hat 108 Wissenschaftler und Besatzungsmitglieder an Bord und nimmt nur 100 Gäste mit. Es ist eine interessante Tour. Ich gebe es ganz ehrlich zu, es ist eine sehr kostspielige Tour, aber es ist eine Tour fürs Leben. Also das muss man wirklich sagen, weil wir haben uns dann auch mit dem Kapitän unterhalten, weil der Eisbrecher einfach so viel Kraft hat. Der hat gesagt, wir könnten im Prinzip Kurs auf den Nordpol setzen und wären halt in 5 oder 7 Tagen dort, na, von Murmansk aus oder von Arkhangelsk. Wir könnten einfach quer durchfahren. Uns hält da nichts auf. Aber man macht es natürlich ein bisschen anders, ne? Man will den Leuten ja einen Mehrwert bieten. Man hat auch wissenschaftliche Programme an Bord und da ist dann wirklich alles dabei. Also man hat den Überflug vom Pol mit Hubschrauber, man hat Flakenhissen da auf der Eisscholle da am Nordpol. Man kann mit Hundeschlitten fahren, man kann an diesen wissenschaftlichen Programmen teilnehmen. Und da war eben kein Loch im Meer. Also da ging es nicht rein. Ne? So, also dort kann ich sagen, also Nordpol, nee, dort wohl nicht. Dass es am Südpol Überreste einer uralten Zivilisation gibt, ja, das ist also nicht nur das Gedankengut von H.P. Lovecraft, ne, der da diesen Cthulhu-Mythos geschaffen hat und wo die großen Alten da im ewigen Eis träumen, aber eben nicht tot sind. Ja? Was so in diesen ersten Erzählungen von Lovecraft, der immer eine Rolle spielt, sondern da gibt es auch ganz handfeste Hinweise, dass tatsächlich auch unterirdische Anlagen sich am Südpol befinden oder eben auch ein Weg in die innere Erde sich dort zeigt. Wobei, das wird man sicher jetzt schon bei meinen Erzählungen mitbekommen haben. Ich glaube jetzt nicht, dass die Erde innen komplett hohl ist, also dass praktisch wir auf einer Außenwelt leben und es gibt da eine innere Welt, die dann von einer inneren Zentralsonne erleuchtet. Also das sehe ich so nicht, sondern ich denke eher, es ist ein Netz von unterirdischen Hohlräumen, Kavernen von unterschiedlichster Größe, wobei von Größe können wir von mehreren hundert bis auch mehrere tausend Kilometer sprechen, die sich im Erdmantel befinden und die eben Refugien einer oder wahrscheinlich mehrerer Zivilisationen sind, die dort sich an das Leben im Untergrund angepasst haben. Diese Ausführungen des erwähnten Geologen in Bezug auf die Juden, die beschreiben auch einen sehr seltenen Fall von partiellem Albinismus. Das heißt, die Juden haben nur weiße Augen. Also denen fehlt sozusagen das Pigment in der Iris. Und das ist etwas, was wohl nur auftaucht, wenn Generationen unterirdisch leben. Also man passt sich dann eher an diese Dämmerungsverhältnisse an. Das fand ich schon spannend, dass eben auch solche Details dort eine Rolle spielen. Und das würde eben darauf hindeuten, dass es solche unterirdischen Zivilisationen schon seit sehr, sehr langer Zeit gibt. Möglicherweise, das ist meine Interpretation, Überreste von früheren Hochkulturen, die sich eben dann zurückgezogen haben, weil sie verdrängt worden sind, weil sie sich vor Naturkatastrophen in Sicherheit bringen mussten. Und ganz einfach sich dann vielleicht auch an die neuen ja, Gegebenheiten und die neuen Umweltbedingungen angepasst haben. Wir haben ein historisches Beispiel, da sind wir wieder in Malta, was man wirklich über die Jahrhunderte verfolgen kann. Da gibt es, man kann es heute sogar noch besichtigen, ist in der Nähe von den Dingli-Klippen, aber weitgehend zerstört. Man nannte das oder nennt es noch die Troglodytenstadt, also die Stadt der Bewohner unter den Felsen. Die Troglodyten waren ganz einfach Malteser. Nur Malta liegt ja sehr weit im Süden. Das ist praktisch der südlichste Vorposten von Europa im Mittelmeer und war natürlich schon in der Antike, aber auch im Mittelalter immer wieder Ziel von Kaperfahrten der sogenannten Moriscos oder Morisken, das sind also Kaperfahrer, die aus Nordafrika kamen, also aus dem Gebiet von heutigen Marokko, Algerien und Tunesien. Und die haben dort nicht nur geraubt und geplündert, sondern die haben auch immer Sklaven mitgenommen und haben sie dann auf den Sklavenmärkten in Algerien, also Bougie zum Beispiel, oder in Alexandria in Ägypten verkauft. Und die Bevölkerung hatte natürlich keine Lust, in der Sklaverei zu enden. Also hat man sich relativ unzugängliche unterirdische ja, man könnte sagen, richtige Städte gebaut und hat sich dann in diese Städte zurückgezogen, wenn der nächste Piratenüberfall kam, hat sozusagen sich dort schützen können, hat die Angreifer hatten
ganz selten irgendwie schweres Belagerungsgerät mit, also man war da relativ sicher, sondern die kamen ja wirklich nur, um zu plündern und sind dann wieder verschwunden, weil sie auch mit dem Gegenschlag der europäischen Flotten rechnen mussten. Und irgendwann mal hat ein Teil der Bewohner Maltas sich entschlossen, eben die zerstörten Dörfer nicht mehr aufzubauen, weil die Felder konnte man eben aus dieser unterirdischen Stadt relativ gut erreichen. Und die haben gesagt, also wozu die Mühe? Na, in einem halben Jahr kommt die eh wieder und machen wieder alles kaputt. Also wir bleiben hier in diesem unterirdischen Zuflucht. Das hat sich über die Jahrhunderte entwickelt. Wir kennen es von Athanasius Kirchhoff, in dem reisenden Jesuitenpater aus dem 17. Jahrhundert. Der beschreibt diese Troglodyten und sagt, sie würden zwar zu den guten Christen gehören, also gute Katholiken, na, also keine Reformierten oder so, sondern gute Katholiken, aber sie würden so ganz eigene Bräuche pflegen. Und sie würden auch nicht mehr mit der übrigen Inselbevölkerung verkehren wollen, sondern sie würden nur noch untereinander heiraten. Also da sieht man, da bildet sich so eine abgeschottete Gemeinschaft heraus. 200 Jahre später, also während der Zeit der Rhodos-Ritter, also der ehemaligen Johanniter und dann eben noch Malta Malteserrittern genannt, tauchte dieses Phänomen der Troglodyten auf, aber die haben genauso brav wie die übrige Inselbevölkerung ihre Steuern bezahlt. Also haben sich die Malteser nicht so sonderlich um sie gekümmert. Dann, als die Engländer die Insel übernommen haben, stellten sich zunehmend degenerative Veränderungen bei diesen Troglodytenbewohnern ein. Das zeigte sich, dass da doch recht eng begrenzte Genpool, also das wären so 150, 200 Leute gewesen sein, die dort gelebt haben und natürlich über die Jahrhunderte immer wieder miteinander geheiratet haben und Nachkommen gezeugt haben. Dieser Genpool war ausgeschöpft. Also da gab es immer mehr Missbildungen, da gab es immer mehr auch Behinderungen im nicht nur im physischen, sondern auch im geistigen Bereich. Und die Engländer haben dann relativ intuitiv erkannt, dass es wohl mit dieser Abgeschiedenheit zusammenhängen müsse. Und man hat dann dreimal versucht, die umzusiedeln und dann sozusagen wieder sesshaft zu machen in anderen Gemeinden. Die sind aber jedes Mal wieder in ihre Troglodytenstadt zurückgegangen. Und haben sich das eben für den Engländern nicht vorschreiben lassen. Beim vierten Mal, das glaube ich 1854 gewesen soll, Vorabend des Krimkrieges, da hatte man genügend Truppen und auch genügend Pulver auf der Insel. Da hat man die also dann gewaltsam aus dieser Stadt herausgetrieben, hat sie festgesetzt und hat diese Stadt in die Luft gesprengt. Das ist der Grund, warum man heute nur noch diese Trümmer dort findet oder nur einen Teil dieser Stadt noch besichtigen kann. Aber das zeigt, dass also so ein abgeschiedenes Leben durchaus möglich ist, man aber schon eine entsprechend große Population braucht, damit es eben nicht diese dekadenten Erscheinungen gibt, wie dort eben bei den Troglodyten aufgetreten sind. Und das deutet eben darauf hin, dass solche Reiche wie Agartha oder Shambhala oder eben auch das Reich der Juden, dass das schon größere Komplexe sind, die mit Sicherheit mehrere tausend, vielleicht sogar auch mehrere 10.000 Einwohner beherbergen können. Und dann ist es durchaus möglich, sich auch dort autark zu machen und auch über längere Zeiträume sicherlich getrennt von der übrigen Menschheit zu existieren. Also das ist meine Interpretation der Innererde. Ich bin auch nicht unbedingt der Überzeugung, dass jetzt meinetwegen die Erbauer von Otanica, die ja wohl zumindest noch, was so eine Art Roboter oder Bio-Androiden anbetrifft, diese Anlage auch noch warten. Was die Two-Day-Die-Nonnen betrifft, die auch noch unter den Hügeln Irlands leben sollen, oder eben auch die Juden oder die Einwohner von Agartha und der Shambhala, obwohl es gibt ja diese Überlieferung, Rik Dinh Yeppo, also der Herr von Shambhala, er würde über eine unbesiegbare Armee verfügen, die er dann sozusagen am Ende aller Zeiten auch einsetzen würde, um das Böse wieder zu vertreiben. Und über Shambhala wird nachgesagt, die hätten Waffen, mit denen sie die gesamte oberirdische Menschheit auslöschen könnten. Na, also, dass dort die Hoffnung auch genährt wird, dass da jemand wieder kommt, na, diesmal eben aus der inneren Erde und den ganzen Schlamassel wieder für uns richtet, darauf würde ich mich nicht verlassen. Na, weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, die sind eher so, dass die doch sehr zurückhaltend sind, dass sie sich um ihre eigenen Sachen kümmern und mit uns eigentlich relativ wenig zu tun haben wollen. War interessant auch diese Erfahrung, die wir selber in Ladakh gemacht haben. Ich hatte ja gesagt, dort gibt es diese Klöster, die sozusagen den Eingang oder die Eingänge in diese unterirdischen Welten bewachen. Und wir wollten natürlich diesen Eingang oder einen dieser Eingänge finden. Und der Abt des Klosters hat uns dann auch einen seiner Mönche mitgegeben, der hat uns dann an diesen Platz gebracht. Und dieser Eingang war eigentlich eine natürliche Höhle mit einer Höhe von ca. 15 Metern, Breite von am Eingang von ca. 12 Metern. Wir haben das ein bisschen ausgemessen und einer Länge von knapp 40 Metern. Die war eindeutig natürlich, außer die Rückwand. Dort haben wir ein steinernes Tor gefunden, bestehend aus zwei gewaltigen Flügeln. Die liefen auf sicherlich irgendwelchen Rollen oder auch steinernen Rollen. Auf jeden Fall, es war ein Tor und wir haben
schlappe 3 Stunden da den Eingangs- und Öffnungsmechanismus gesucht. Unser Mensch hat sich dort in die Ecke gesetzt, hat seinen Zambac geknetet, seinen Buttertee getrunken und hat sich einen Ast gelacht über uns, wie wir uns da abgeschunden haben. Weil man ist so auf 3.800, 4.000 Meter. Ist auch für einen normalen Mitteleuropäer schon eine Herausforderung. Jedenfalls nach 3 Stunden waren wir dann völlig erschöpft und hatten diesen Mechanismus immer noch nicht gefunden. Hat uns dann gefragt, naja, habt ihr es jetzt verstanden? Und wir haben natürlich, was soll man verstanden haben? Er sagt dann, ja, dieses Tor hat hier außen keinen Mechanismus. Das kann geöffnet werden, aber immer Nur nur von von innen. innen. Ja, das fand ich faszinierend, aber es zeigt, es existieren tatsächlich solche Eingänge. Aber wir waren dort in unmittelbarer Nähe eines Nachschublagers der indischen Armee, also die Inder nutzen halt Ladakh als Nachschubbasis für diesen Konflikt in Kaschmir. Also wo es da immer wieder Probleme an der Grenze mit Pakistan gibt oder auch mit Insurgenten gibt, die von Pakistan kommen. Da, wie gesagt, war ein großes Militärlager, aber die haben eben diesem Phänomen, dass es da wohl in die innere Erde geht, überhaupt keine Beachtung geschenkt. Ja, das gehörte nicht zum Auftrag, das war nicht angeordnet und ja, da hat man sich einfach nicht drum gekümmert. Die haben uns auch passieren lassen, haben überhaupt nicht verstanden, was wir da wollten, haben gedacht, wir wollen da irgendwie eine Wanderung unternehmen. Also es war ihnen auch egal, aber das zeigt, dass also selbst, wenn man könnte immer da sagen, ja, die Geheimdienste und das Militär weiß alles. Nö, nicht wirklich, also wenn man sich dafür interessiert, findet man diese Spuren schon, aber dafür muss man sich interessieren. Und man hätte auch fragen können, warum haben denn die Regierung oder die zuständigen Behörden damals in der Sowjetunion nicht nur die Suche nach dem Geologen veranlasst, warum haben sie denn nicht versucht, mit den Juden Kontakt aufzunehmen? Ja, ganz einfach, weil man den Geologen als etwas spinnert eingestuft hat. Also man hatte zwar die Tagebuchaufzeichnung, man hatte die Zeichnungen, die er gemacht hat, man hatte wohl auch einen Film, der ist aber später dann verloren gegangen, also so Fotos, die er wohl gemacht hatte, man hatte diesen Abschiedsbrief, aber du sagst mir, also dem ist wahrscheinlich der lange Aufenthalt hier in der Wildnis nicht bekommen und ja, da ist er eben da rausgegangen. Es tut uns ja leid um den Genossen, aber ja, das war ein bedauerlicher Einzelfall. Ne? Also man sollte auch die Ignoranz von Behörden und von staatlichen Stellen sollte man nicht unterschätzen. Ne? Sag und Telos unter dem Mount Shasta in Amerika? Das wäre jetzt natürlich ein Weg in die neue Welt. Dort waren wir ja noch gar nicht. Diese unterirdische Stadt würde ich vergleichen mit Shambhala oder mit Agartha durchaus so als Gegenpart in der neuen Welt. Und wenn wir schon mal jetzt in Amerika sind, da ist also nicht nur dort, in dem Mount Shasta, diese unterirdische Stadt. Es gibt ja auch aus Nevada und aus Utah gibt es ja Berichte über so Eingänge zu unterirdischen Tunneln. Und natürlich auch in Südamerika. Das, was mir einfällt, sind die Chincanas, diese riesigen Tunnelsysteme in Peru, die ja auch in Brasilien noch eine Rolle spielen. Und man könnte sagen, auch unter den Anden sich befinden. Also auch dort, Peru, Chile, gibt es definitiv Belege für solche unterirdischen Städte. In Chile beispielsweise kochte ja damals im Zusammenhang mit dieser Colonia Dignidad, mit dieser Geschichte, kochte das ja mal kurz hoch. Da gibt es ja auch einen Berg, den nennt man El Enlatriado, also das heißt eigentlich der planierte oder der gepflasterte. Dieser Berg ist ein Tafelberg und das sieht wirklich aus, als ob er auf seinem Gipfel ja, eine Landepiste enthalten würde. So ähnlich wie diese Schartzeichnung in Peru, aber dort eben wirklich eine Landepiste, auf der durchaus ein Fluggerät landen könnte. Ja. Und dort werden auch sehr häufig UFOs gesehen und es gibt auch tiefe Höhlen, die nicht zur Gänze erforscht sind und die auch in so ein unterirdisches Labyrinth zu führen scheinen. Ja, das ist ebenfalls dort in den Anden nicht nur eines, also nur eines dieser Gebiete, wo es also solche Zugänge gibt. Und dort ist es eben so, dass gerade Mittel- und Südamerika noch relativ wenig erforscht ist. Also was bräuchte sich immer an dieses Buch von Karl Brugger erinnern, ne? Also die Chronik von Agrakor, wo es um diese unterirdischen Festungen da im brasilianischen Urwald geht, Agrakor und Agahim. Und der Karl Brugger ist offensichtlich dort wirklich einer großen Sache auf der Spur gewesen, denn es war kein Raubüberfall, bei dem er ums Leben gekommen ist, sondern seine Mörder haben gezielt die Gruppe angesprochen, haben gezielt nicht nach den Brieftaschen, sondern direkt nach Karl Brugger gefragt und er ist dann auch also erschossen worden. Angeblich sollen es zwei Amateur-Gangster aus der Favela gewesen sein, aber das machte nicht den Eindruck, sondern das sah wirklich wie ein gezieltes Attentat aus. Er ist da also einer Sache wohl sehr nahe gekommen, die hätte besser bleiben lassen sollen. Also das ist auch so ein Thema, was dort noch eine Rolle mitspielt.
Wir können natürlich dann auch in Bezug auf Mittelamerika noch sagen, es gibt ja diese verlorene weiße Stadt in der Mosquitia, und dort hat man inzwischen diese Stadt auch gefunden. Da soll es auch solche unterirdischen Eingänge geben. Allerdings hat man die Erforschung eingestellt, weil die Archäologen, die dort dann als Bodenteam in diese Stadt vorgestoßen worden sind, nachdem man sie aus der Luft entdeckt hatte, die sind alle von einer da in diesen Regionen zwar verbreiteten, aber trotzdem sehr schwierig zu behandelnden Krankheit, der sogenannten Fleischmaniasis, befallen worden. Da gibt es also ja, so kleine Parasiten, die futtern einen sozusagen bei lebendigem Leib auf. Also das ist nicht sehr schön. Ja, und deswegen hat man dort die Grabung wieder eingestellt. Man nimmt an, dass die Stadt auch deswegen verlassen worden ist. Man nennt es also auch eine verfluchte Stadt, denn dort spielt eben ja, möglicherweise auch eine Legende mit, dass das Ganze halt auch eben aus dem Erdinnern mitgekommen sein soll. Das sind so Überlieferungen in diesem Zusammenhang. Wenn wir dann mal in die pazifische Welt gehen, dort in der Südsee, das ist ein Meer als Bora Bora und die schönen Inseln und Atolle da um Tahiti herum, sondern da gibt es auch recht rätselhafte Plätze. Nan Mandol zum Beispiel, dieses gewaltige Bauwerk in der Südsee, aber es gibt auch unterirdische Rätsel und zwar vor allen Dingen im Gebiet der Salomoninseln. Man könnte sagen, die Salomonen sind noch mit so die letzte Grenze, also dort, wo wirklich ganz, ganz wenig erforscht ist. Die Salomonen sind eigentlich nur einmal im 20. Jahrhundert wirklich in das Bewusstsein der Europäer oder überhaupt der Weißen gerückt. Das war damals während der Kämpfe gegen die Japaner. Da haben sich also sehr verlustreiche, sehr harte Kämpfe abgespielt auf den Inseln Guadalcanal und auf Malaita. Da findet man unwahrscheinlich viel noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Manches ist sehr gefährlich, weil eben da auch Minenfelder noch unentdeckt liegen. Es ist also nicht ratsam, so einfach von sich aus in den Dschungel zu gehen. Guadalcanal, die Hauptstadt Honiara und auch Aukiev, Malaita, das sind schon Städte des 21. Jahrhunderts. Die haben schon den Komfort, den man halt auch bei uns gewöhnt ist. Wenn man aber so 20 oder 30 oder 80 Kilometer rausfährt, wird man ganz schnell feststellen, dass dann die noch befestigten Straßen enden, dass dann auch die Straßen für Geländewagen enden, sondern geht man nur noch zu Fuß weiter und dann befindet man sich noch in einer Kultur, die überwiegend, könnte man sagen, steinzeitlich geprägt ist, mit allen sagen wir mal, authentischen, sagen wir mal, Gebräuchen, die bis hin zu Kopfjagd und Kannibalismus reichen. Ja, also das gibt es immer noch. Und es wird zwar jetzt nicht an die große Glocke gehängt, aber solche Vorfälle gibt es immer noch. Und ich habe mich mal mit jemandem da aus Guadalcanal unterhalten und habe gesagt, stimmt denn das, was man da erzählt? So, ja, das ist. Ja, muss halt schon aufpassen, wohin man angeln und jagen geht, nur dass man halt nicht da in das Gebiet von der Sippe kommt, mit der man vielleicht noch einen Händel hat, dann ist man ganz schnell verschwunden. Also, das mit dem Kannibalismus, ja, das stimmt. Ich sage, und warum? Ich sage, ihr habt doch Landwirtschaft, ihr habt züchtet Tiere, ihr habt das Meer. Ja, es schmeckt halt. Ja, also das war eine Aussage, die mich dann doch etwas schockiert hat, aber ja, das war einfach die Begründung, es schmeckt. Ja. Und dort gibt es aber zum einen Hinweise auf eine riesenhafte Rasse, das sind die sogenannten Ramo, von denen gibt es wohl auch noch tatsächlich Überreste in Form von Skelettresten und Knochenfunden, die man dort gemacht hat. Also nicht irgendwelche Walknochen, sondern tatsächlich sind das Humanoide, die so eine Höhe von 2,30 Meter bis zu fast 5 Meter entwickeln können. Die sollen dort noch in kleinen Gruppen im Dschungel leben. Und es gibt auch Eingänge in eine unterirdische Welt, die mit diesem Ramo allerdings nur bedingt etwas zu tun haben, weil die Eingänge in diese unterirdische Welt, die werden von Flugmaschinen, also von diesen UFOs benutzt. Das sind eigentlich Amphibienfahrzeuge, die können tauchen, die können schwimmen und die können fliegen. Und da gibt es einige auch relativ gut kartierte Eingänge, sowohl auf Guadalcanal als auch auf Malaita. Wer sich dafür interessiert, den empfehle ich das Buch von Marius Boyrayon, das ist ein Australier. Der war lange Zeit als kommerzieller Pilot auf den Salomonen unterwegs, hat dort auch geheiratet. Also hat er sehr, sehr enge Verbindung zu den Einheimischen. Und der hat eine ganz interessante Geschichte geschrieben über sein Leben, über seine Arbeit dort und eben über diese Legenden. Diese Flugmaschinen werden von den Einheimischen als Drachen- oder Diamantschlangen bezeichnet. Man sollte sich nicht mit ihnen anlegen. Also es hat mal welche gegeben, die Fischer, die fühlten sich da von diesen Dingern da beim nächtlichen Fischfang gestört, haben mit der Schrotflinte da noch geschossen und wurden dann attackiert mit etwas, was man so als Laserlicht bezeichnen könnte. War unangenehm. Also nicht tödlich, aber war unangenehm. Und
Ja, das seinerzeit weiß man, also die sollte man nicht herausfordern, mit denen sollte man sich da nicht anlegen, das bringt nur Ärger. Die Australier sind momentan wieder aktiv auf den Salomonen. Das war damals im Schatten des Zweiten Irakkrieges, wo keiner so richtig genau hingeschaut hat. Alle blickten in den Nahen Osten da und da haben die Australier gesagt: Naja, sowas wie Irak gibt es ja bei uns vor der Haustür auch, also die Salomonen, da gibt es ja auch immer wieder Unruhen und eigentlich war das ja mal unsere Provinz und die holen wir uns jetzt wieder. Und da ist dann also eine Friedenstruppe von den Australiern dort eingesetzt wurden. Da gibt es auch Hinweise, also nicht nur Gerüchte, sondern wirklich Hinweise, dass dort neue Militärtechnik getestet wird und dass man diese Abgelegenheit der Inseln auch ausnützt, um bestimmte Sachen auszuprobieren. Hat aber, wie gesagt, mit diesen Drachen oder Diamantschlangen nichts zu tun. Das ist ein anderes Kapitel, weil die sind schon seit Jahrhunderten bekannt und die Einheimischen haben sich dort arrangiert. Also auch dort sieht es aus, als dass es da wirklich in die innere Erde hineingehen wird. Da sind wir also sozusagen einmal um den Globus gereist. Ja? Also wie gesagt, von Europa über den Mittleren Osten, über die mediterrane Welt, über Russland, bis hin eben zu China, Indien und dann die Südsee und nach Mittel- und Südamerika und eben auch nach Nordamerika. Wir sehen also, wir haben dieses Phänomen weltweit und ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich große, ausgedehnte unterirdische Anlagen wie hier in Europa eben auf sämtlichen anderen Kontinenten gibt. Wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, was jetzt mit Innererde vielleicht auch nicht so viel zu tun hat. Aber was eben auch bedeutsam ist, das ist die Tiefsee. Ja, also wir wissen vom gestirnten Himmel über uns mehr als von dem, was unter unseren Füßen passiert. Also sowohl auf dem Festland, aber eben von diesen innerirdischen Bauwerken und Städten und Zivilisationen sprechen und was auf dem Grund der Tiefsee passiert, da wissen wir auch nicht wirklich was davon. Na, also ein Großteil der Weltmeere ist in der Hinsicht noch nicht erforscht. Ein bisschen kartiert, kann man schon sagen, aber noch lange nicht erforscht. Und da erwarten uns mit Sicherheit noch jede Menge Überraschungen. Also sowohl was die innere Erde anbetrifft, als eben auch die Tiefsee. Und dort wird es mit Sicherheit Lebewesen und eben auch Zivilisationen geben, mit denen wir uns in den nächsten Jahren, Jahrzehnten definitiv auseinandersetzen und auch arrangieren werden müssen. Ja, weil die Welt mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren etwas kleiner werden wird, als sie heute ist. Ja. Ich danke dir. Das war wieder so spannend. Ich bin ganz, ganz fasziniert. Es ist mit dir immer so schön. Und was bleibt, es schmeckt einfach gut, ja? Ja, Delikatesse Mensch. ja, es ist einfach mal, wie gesagt, wie wir es eingangs gesagt haben, ich bin auch fasziniert von dem spirituellen Zugang. Ich finde das wahnsinnig toll, wenn jemand diese Fähigkeiten hat und auf diese Weise eben seine Erkenntnisse gewinnen kann. Mir ist das halt nicht gegeben, deswegen versuche ich eben meine Sichtweise eben auf über andere ja, Möglichkeiten, die sich mir bieten, zu erweitern. Und ja, auf diese Weise ist es eben halt das Reisen gewesen, dass ich dann wirklich eben sehe, dass ich möglichst vor Ort bin, dass ich mir das auch selber mal anschauen kann. Ja, wir haben auch schon versucht, mal in Brasilien nach Acacor und nach Acajim zu kommen. Es waren vielleicht noch, sagen wir mal, 30, 25 Kilometer vielleicht noch bis ins Zielgebiet. Aber da haben wir dann einige eindeutige Warnungen auf den Pfaden vorgefunden, weil wir sind mit Booten unterwegs gewesen, auf dem Rio Eacalli, dann auf den Nebenflüssen. Und man muss natürlich die Wasserfälle dann immer überwinden, indem man eigentlich die Boote drumherum trägt. Ist sehr anstrengend, ist eine recht aufwendige Sache, geht aber nicht anders. Wenn man aber dann an einer Stelle, wo man eigentlich einen völlig verwachsenen Pfad, den man erstmal wieder freischlagen muss, erwartet, wenn der Pfad schön säuberlich freigeschlagen ist und mitten auf dem Pfad ein großes Bananenblatt liegt, dann sollte man mit der Machete das Bananenblatt ganz vorsichtig anheben. Und darunter war dann ein großer Haufen Moos und in diesem Haufen Moos steckten lauter schwarze Stacheln. Das sind Korallenpfeile. Und das war eindeutig eine Warnung. Liebe Freunde, bis hierher bin ich weiter. Und ja gut, wenn man im Urwald unterwegs ist, ist man natürlich bewaffnet. Also es wäre ein Wahnsinnsunterfangen, das nicht zu sein. Aber Schusswaffen hin oder her. Der Kollege, der den Urwald kennt, es gibt ja diesen schönen Spruch, also entweder du lebst im Urwald oder du durchquerst ihn. Ja, dazwischen gibt es nichts. Und der den Urwald kennt, weil er dort lebt, der hat vielleicht bloß ein Blasrohr, aber der steht eben 3 Meter neben eben im Busch und man sieht und hört ihn nicht. Und ja, ein Korallenpfeil, den sollte man nicht abbekommen, weil da geht es ganz schnell nach oben. Wir haben uns das mal im Dorf angeschaut. Es sind die ältesten Damen des Dorfes, ja, also die Urgroßmütter, die mischen dieses Koralle. Das ist halt eine giftige Substanz. Das muss auch gekocht werden und dann bestreicht man halt die Jagdpfeile damit. Und
Das ist wirklich noch eine Legende, also nicht für Brauchermünze nehmen. Man sagt, wenn die erste von den alten Damen umfällt aufgrund der Dämpfe, ne, dann ist es richtig, dann ist es soweit. Wird in der Wirklichkeit nie so sein, aber es ist wirklich gefährlich, weil man verwendet dieses Pfeilgift für die Jagd. Und wer schon mal im Urwald gewesen ist, der weiß, wie schwer es ist, dort was zu finden. Und deswegen gibt es bei der Jagd immer dieses Einbaum-, Zweibaum- und Dreibaum-Courant. Also Dreibaum-Courant ist das ganz Schlechte, weil wenn das Viech noch drei Bäume da weiterhüpfen kann, der Affe zum Beispiel, auf den man angelegt hat, dann findet man den nicht. Das Beste ist halt Einbaumcourant, trifft, fällt runter und dann hat man ihn. Also das, ja. Aber wie gesagt, mit solchen Sachen möchte man persönlich keine Bekanntschaft machen. Deswegen war dann uns der Weg auch nach Agakur verschlossen. Ich kann eben bis heute nicht bestätigen, ob es diese Ansiedlung dort gibt. Bin aber ziemlich überzeugt davon, dass dem so ist, weil wie gesagt, in Südfrankreich ist uns der Nachweis ja auch gelungen, dass es diese unterirdischen Anlagen gibt. Und wie gesagt, dank der Arbeit von Professor Kusch wissen wir ja auch eben Genau. vom Polarkreis bis in die mediterrane Welt, na, ist es halt eben nachweisbar. Und dort, denke ich, werden uns in den nächsten Jahren noch viele weitere Funde beschäftigen. Interessant wird es natürlich auch, wenn man dann in der Antarktis mal diese Bauwerke tatsächlich da näher in Augenschein nimmt, wäre zu begrüßen, wenn es, sagen wir mal, mit einem wissenschaftlichen Interesse passiert. Momentan gibt es ja wieder so die Möglichkeiten oder diese Bestrebungen, dass die Großmächte anfangen, so ihre Claims da in der Antarktis abzustecken, weil es halt wieder um entsprechend Rohstoffe geht, obwohl ja eigentlich der siebte Kontinent ausgesperrt sein sollte von diesen Bestrebungen. Aber naja, wir werden sehen, wie es ausgeht. Ich hoffe also, dass diese Begegnungen, ne, auch mit diesen innerirdischen Zivilisationen dann friedlich verlaufen werden. Ne? Weil es wird natürlich eine Herausforderung sein. Aber ich könnte mir auch vorstellen, aufgrund der Zeit, in der wir jetzt leben, der Zeitqualität, dass sich dort wirklich vieles auch zum Guten wenden wird. Und dann haben wir eine andere Herangehensweise auch an solche Themen. Da wird es also nicht auf Konfrontation hinauslaufen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass gerade auch in der jetzigen Situation die Kollegen sich da in Shambhala oder Agartha, wo auch immer, noch bedeckt halten und sagen, lassen wir ihnen noch ein bisschen Zeit, na, bevor wir sie überfordern oder bevor wir irgendwas heraufbeschwören, was niemand will. Also von der Seite her bin ich überzeugt, es wird in den nächsten Jahren, nächsten Jahrzehnten diese Kontakte geben und bin natürlich auch gespannt darauf, wie sich das dann im Einzelnen entwickeln wird. Ich danke dir. Ich finde es so schön, wenn man ein Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet. Ja, und also die Seite, die von dir kommt, ist umfassend und ist spannend, ist interessant, ist faszinierend. Danke, danke, danke. Tausend Dank Ich dir. danke dir für dieses Gespräch heute wieder, für die Möglichkeit, das Wissen zu teilen. Natürlich auch Dankeschön an alle, die uns zuschauen, ob live oder dann später in der Aufzeichnung. Ganz, ganz herzlichen Dank, weil ohne die Zuschauer funktioniert es halt nicht. Ne? Da kann man Wissen haben, wie man will, wenn man es Genau. nicht teilen kann, wenn es nicht auf Resonanz stößt, was bringt es dann? Ja, und das macht das Schöne an der ganzen Geschichte aus. Ja, und ich freue mich aufs nächste Mal, weil dann, ja, dann wird es biblisch. Ne? Dann wird es biblisch, da reden wir über die Bundeslade, ne? In knapp Monat. Freue mich sehr, mein Lieber. Alles, alles Liebe dir. Danke noch einmal und danke dir fürs Dabeisein. Ja, ich denke, du wirst auch sehr berührt, bewegt sein und ich finde es schön. Das sind so kostbare Momente, sind ja kostbare Sternstunden. Du bist für mich immer eine Sternstunde. Gespräche mit dir sind Sternstunden. Danke. Dankeschön, danke. Ja. Das ist lieb. Wie gesagt, ich freue mich aufs nächste Mal und ja, ich finde es auch immer wieder schön, wenn man eben die Möglichkeit hat, ja. Und finde es auch ganz, ganz toll, was du hier an Plattform bietest, an Möglichkeiten bietest für ebenso viele unterschiedliche Sichtweisen. Aber ich gerade denke ich, das ist auch gerade jetzt wichtig, einfach eben zu zeigen, wie vielfältig, wie bunt und auch wie schön unsere Welt ist, ja. Danke dir.